Verantwortung macht uns frei. Wenn wir das verstehen, dann sind wir Designer unseres Lebens. An Weihnachten ist es eine schöne Tradition, etwas zu schenken. So wie in der Weihnachtsgeschichte, die drei Weisen kommen und bringen etwas mit. Ich möchte dir eine Geschichte schenken, von der ich hoffe, dass sie dein Herz berührt. Das ist die Geschichte von einem jüngeren Bruder und einem älteren. Der Jüngere, der arbeitet jetzt seit 30 Jahren in einem Supermarkt. Und es ist ein einfacher, ehrlicher Job. Der räumt Regale ein und er weiß auch, das ist kein toller Job, aber er ist hilfreich und versucht, hilfreich zu sein. Er hilft immer älteren Leuten und er berät sie gut. Er macht das so gut er es wirklich kann. Er wohnt in einer recht einfachen Wohnung, ganz in der Nähe vom Supermarkt. Und da braucht er auch kein Auto und hat er auch keins. Er hat keine lebenden Verwandten mehr, außer eben seinem älteren Bruder. Ja, und dann kommt es, wie es manchmal so kommt im Leben, der Markt schließt und der jüngere Bruder ist arbeitslos. Was soll er jetzt tun? Der Markt war sein Leben. Und jetzt kommt Weihnachten. Sprechen wir über den älteren Bruder, der ist total anders. Der ist sehr reich, der ist erfolgreich, ist Unternehmer, hat teure, fantastische, neue Autos. Und als dieser ältere, reiche Bruder erfährt, dass sein jüngerer Bruder arbeitslos geworden ist und jetzt eine wirklich schwere Zeit durchmachte, da holte er ihn an Heiligabend ab. Dieses Mal in einem super tollen SUV und er lädt ihn zu einem sehr, sehr guten Essen ein. Und sie essen und der Jüngere, obwohl er ja eigentlich traurig ist, kann lachen und hat eine super Zeit. Und dann kam die große Überraschung. Nach dem Essen gab dann der ältere Bruder seinen Autoschlüssel seinem jüngeren Bruder und sagt, könntest du mich bitte mit deinem Auto nach Hause fahren? Der Jüngere fragte, wie meinst du das? Ich habe doch noch nie ein Auto besessen, das weißt du doch. Doch, sagt der Ältere, aber jetzt hast du eins. Es ist dein Auto. Frohe Weihnachten. Und dann fuhr ihn sein jüngerer Bruder nach Hause. Und dann fuhr der Jüngere zu sich nach Hause, parkte dieses super SUV-Fahrzeug vor seiner Wohnung und er kann sich gar nicht trennen, also läuft er drumherum und putzt und poliert an dem neuen Wagen herum. Und dann sehen das die Nachbarn, die kamen heraus und die bestaunen das Auto. Und ein Nachbar fragt, boah, wo hast du das denn her, der ja noch nie ein Auto hatte. Und dann sagt der Mann, das hat mir mein älterer Bruder zu Weihnachten geschenkt. Und dann sagt ein kleiner Junge aus der Nachbarschaft, Wahnsinn, dieses tolle Auto einfach so zu Weihnachten geschenkt. Mann, ist das cool. Ich möchte auch. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was glaubst du, wie der Junge diesen Satz beendet hat? Vielleicht denkst du, dass er gesagt hat, ich möchte auch so einen tollen älteren Bruder haben. Der Junge sagte etwas ganz anderes. Er sagte, ich möchte auch so ein Bruder sein. Mein lieber Freund, wenn wir sagen, ich möchte so sein, dann leben wir wirklich Verantwortung. Dann suchen wir uns unsere Antwort aus. Dann haben wir tief verstanden, es liegt an mir. Ich bin verantwortlich. Verantwortung macht uns frei. Wenn wir das verstehen, dann sind wir Designer unseres Lebens. Dann machen wir das Leben anderer Menschen schöner. Ich weiß, Transformation ist möglich. Es ist möglich für dich, für mich, für die Menschen um uns herum. Wir können unseren Traum leben. Und auch an Weihnachten, in diesen ganz besonderen Weihnachten, werden wir Mittel und Wege finden, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist der Kern dieser Geschichte. Lass uns Verantwortung übernehmen, auch an diesem Weihnachten, das ein bisschen anders ist. Wir finden die Antwort, die gut ist auf diese Situation, um das Leben der anderen etwas schöner zu machen, auch unser eigenes Leben, aus unserem Leben ein Meisterwerk zu machen. Ich habe eine Geschichte vorbereitet, eine lange Geschichte im nächsten Jahr. Ich kann das.
Das ist die Essenz dieser Weihnachtsgeschichte, dass du weißt, ich kann das. Ich übernehme Verantwortung, ich bin stark genug, egal was es ist, ich kann das. Ich kann das Leben eines anderen Menschen, der mir lieb ist, schöner machen. Ich kann schenken und ich kann mein eigenes Leben schöner machen und ich kann mir selber Freiheit schenken. Mein lieber Freund, ich wünsche dir von ganzem Herzen ein ruhiges, ein besinnliches, ein schönes Weihnachtsfest.